Hallo und herzlich willkommen, ihr seid bei Schlecki LP und das hier ist eine neue Folge von Rainbow Six Siege. Dass du immer am Anfang so schreien musst, ne? Ja, das mache ich immer, um euch zu erschrecken, damit ihr wach werdet. Ja, mit den Wartezeiten hier. Ja! Schlecki LP! Ja, nachdem wir letzte Runde kräftig von hinten bekommen haben. Ja, ich wusste nicht, wie ich es ausdrücken sollte, aber. Wir können das nicht beschönigen. Es war einfach so. Ja. Im Kanal von. Weißt du, da fällt mir gleich ein super Titel ein. Ne? Das erste Wort ohne K und dann im Kanal. Was? Das der Onsulatkanal? Nein, ach. Onsulatkanal. Ich erschieße dich als erstes heute. Entschuldige mich schon mal vornherein für den Teamkill. Das war Das machst du aber öfters, ne? Wie diese Double-Kill-Folge. Was? Wo du meintest so, wenn der verletzt ist, kann man dann den Namen von den Gegnern sehen? Wo du Hauk und den Random Dirk umgeschossen hast. Ja, nee, ich habe gefragt, ob der bei uns ist. Ich habe mir irgendwie schon sowas gedacht. Das stimmt, und Hauke meinte dann so, ja, du kannst doch auch seinen Namen sehen. Hat dich das nicht verwundert? Wow, 34 Abonnenten. Gleich erstmal gegoogelt. So, wie der Refrain. So. Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sicher. Oh nein, oh nein! Ja, siehst du, ich hab's gerade noch gesagt. Aber das Gute ist, auf den Let's Plays, man weiß es mal, Alex spielen. Ja, genau. Das ist mal ganz gut. Fast Alex ins Knie geschossen. Na. Platziere eine AVS. Die Gegner haben die Geisel entdeckt. Ich geh mal wieder auf Tour, ne? Ja. Das hab ich lassen Platz gekippt. Stacheldraht verlegt. Habt ihr denn auch alle eine Weste? Jo. Ja, diesmal hab ich dran gedacht. Sonst wird euch kalt. Ich bediene mal die Kameras. Ist bereit. Eine nette Pose hier. Ja, ich sehe nichts, ne? Ja, der eine wurde schon weggesniped, komischerweise durch das geschlossene Fenster? Hm. Aha. Ha! Der Upper. War Hildegard LP oder was? Ja, ist der Opa da? Hab einen? Das ist gut. Traumhaft. Träumchen. Ich wurde entdeckt. Hier muss irgendwo noch eine Scheißdrohne sein. Die laufen hier auf jeden Fall an ein der Seite. Gegner verbleibt. Ja, ne? Muss ich nichts machen. Kommt hier gleich. So, nur noch einer, oder? Ja. Ich werde die ganze Zeit entdeckt. Irgendwann kriege ich hier gerade Sachpunkte für. Irgendjemand seilt sich hier gerade ab. Klingt nach einem Platz, der noch draußen ist. Nee, der ist im Gebäude. Warst du das gerade, Alex? Ja, ich komme von hinten. Gut. Wenn ihr den Glatze sucht, suche ich die Drohne, die hier noch irgendwo stehen muss. Herzschlagsensor eingesetzt. Also ich höre ihn. Hier, der ist da. Der ist hier oben. Oben? Gegner man hört ihn. Mission erfolgreich. Ich habe diese Runde keinen einzigen Schuss. Ich hab einen.
schön. Die hast du ganz schön zerhackt. Ja, wir stehen auch unter Druck. Ja? Die Leute erwarten, dass wir liefern. Schlag, if we win, you up with us. Ich sag, der ist einfach neidisch, weil er den Sprung nicht geschafft hat. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Hier auch. Das wurde aber nicht auf der letzten Schlecken-Konferenz besprochen. Ich glaube, die sind im Keller. Das hört sich irgendwie falsch an. Für den kleinen Schleck zwischendurch. Das ist nicht richtig. Einsatz in 10 Sekunden. Das ist aber auch nicht falsch. 5 Sekunden. Wir haben auf jeden Fall eine Frost dabei. Liegen hier Willkommensmatten unter den Hauptfenstern der Hauptseite. Haupt. Das stimmt eigentlich, ne? Aber Skype ist doch qualitativ viel besser, oder? Nein, ich glaube. Teamspeak ist besser, da kannst du die Lautstärke einstellen, zu Voice Activation anmachen. Du wirst dich irgendwann von Skype treffen müssen. Ich weiß nicht, wie viel die dir bezahlen, aber das ist wert. Die finanzieren mich schon seit Jahren sehr, sehr gut. Deshalb kann ich das eigentlich nicht zulassen. Sprengladung ist bereit. Wirst du aber müssen. Hier, die Willkommensmatten gehen von Explosionen nicht kaputt. Alter, wie ich abpack. So, einen hab ich. Jawohl. Ist dein Name wiederhergestellt. Es geht dabei um uns alle. Aber Opa Hildegard macht uns ganz schön nass. Ja, der rockt alles. Ja. Wir müssen auch nicht immer die Arbeit alleine machen. Ich sag das seit eh und je. Das ist ganz schön dumm, was ich jetzt hier mache, aber ich mach's trotzdem. Sprengladung wird platziert. Der Opa ist schon da. Ja, aber hier liegen Bärenfallen halt. Ganz doof auf dem Boden. Oh, das war Holz. Ah, verdammt. Egal. Ich weiß noch nicht mal, in welchem Raum die sind. Das haben wir ja wohl schon herausgefunden. Ja, aber ich habe nicht aufgepasst. Immer hinter Opa Schleck hinterher. Der regelt ja schon oder was? So, den haben wir auch. Drohne unterwegs. Ich weiß halt, dass wenn ich jetzt mich hier reinschwinge, dass ich dann in eine Bärenfalle springe. Genau, tu es nicht. Ja, ich bleib hier einfach am Fenster kleben und sieht gut aus. Ich hab den Elektrodraht kaputt gemacht, Alex. Ist da noch einer? Also und jemand dahinter? Ich sehe nix. Doch, ich sehe. Ich hab leider keine Drohne mehr. Nur noch ein Gegner übrig. So, der ist auch weg. Ich weiß nicht, wo der letzte in diesem Raum ist. Ah, fuck. Der ist genau rechts um die Ecke. Ja, ich weiß. Sehr schön. Ich musste mich da erstmal durchschießen. Ja, ich habe aus dieser Position alle Leute, also alle Kills geholt, die ich habe. Ja, warte mal. Wichtig ist ja hier, Schlecki IP muss diese Runde einfach nur besser als Opa Hildegard sein. Ja, nach der Runde hat er mich jetzt auch gleich erstmal geaddet. Echt?
Ja. So, jetzt ruiniere ich das ganze Ansehen wieder, indem ich Tachanka spiele. Komm, chatten wir den mal. Ist auch immer ungünstig, dass wir Leute treffen, die unseren... Ja, oder die Leute dann treffen, wenn ich schon einen Tee habe, ne? Das Ding ist, es ist unmöglich, die zu treffen, wenn du mal keine Tee hast. Die letzten Tage muss gesichert werden, den Raum befestigen. Und das ist der perfekte Raum für den Chakra geschützt. Hey, Schlecki, warte, da kommt noch schön durch. Nee, lass. Ist egal. Nee. Nee, mach dicht. Ich verkack das eh. Das ist richtig. Das ist hier noch irgendwas. Und einsatzbereit. 5 Sekunden. Es fehlt noch eine Wand. Der Gegner hat Sichtkontakt zur Geisel. Ja, hier kann ich das Geschütz wieder nicht aufstellen, weil dieser Raum nur 8 Meter breit ist. Alter, irgendwo geht hier schon was kaputt. Kommen alle bei mir hier unten rein. Hier ist noch eine Drohne. Ich hab die nicht kaputt gekriegt. Scheiße, Mann! Ah, blöder Schildtyp, ey. Okay. Richtig schlecht. Richtig schlecht. Die kommen alle da. Also ich schätze mal, Opa Hildegard schnappt die da jetzt alle weg. Weil die kommen bei dem da durch die Tür durch. Jedenfalls zwei, drei Typen. Welche? Durch die große? Nee, durch die kleine. Durch dieses Nebentreppenhaus. Also hier am Fenster ist auch einer. Ah, das ärgert mich, ey. Ja, genau, Alex, da wo du... Ist das nicht sogar das Nebentreppenhaus? Nee. Da wo du eben drinne warst. Nee, Opa Hildegard ist da. Das, wo man quasi von der Garage aus ganz hochlaufen kann. Mhm. Nein, Kacke, die haben mich abgelenkt. Die haben hinter mir die Wand oben aufgeschossen und einer hat sich dann vom Fenster abgeseilt und mich gekillt, als ich mich umgedreht habe. Scheiße, ey. Ja, der hat einen schönen Kopf gesammelt. Ja, das wird die Runde des... Ah, verdammt, die kommen beim Opa rein. Jetzt musst Alex, du... Alex, jetzt musst du... Nur noch ich, wa? Ja, ja. Nice. Ja, lauf da mal weiter. Die hängen am Fenster. Ja, 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 da bei... Da oben und da, wo du drinne bist, da wurde gerade Opa Hildegard weggemacht. Durchs Fenster. Und irgendwo, ich glaube, die gehen jetzt in den Bombenroom rein. Man hört auf jeden Fall, dass die sich abseilen. Ja, die Frage ist wo. Ja. Die gehen rein. Nix. Ja, Mann! Da ist er wieder! Voll wie planlos er ist, oder? Zack! Zack! Jetzt kannst du den Aimbot auch wieder ausmachen. Ja. Der ist ein Smiley auf der Tür. Ja. Ja, während wir hier noch mit dem Opa weiterschatten, ne? In der nächsten Folge gibt's mehr davon. Bis dahin reingehauen. Tschüss.